Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Hallo, hier ist das Zweikampfsofa. Wir spielen. Ach so. Death Space 3. Ja, toll. Was für ein Einsatz. Ich wollte mich gerade über dich lustig machen und kannst du nicht. Oh, Entschuldigung. Ich werde dich mal. Ich werde bewässern. Ich kann nicht. Chantos, haben wir die Position der Maschine? Ja, das sind tausende Signale. Alle konzentrieren sich weit unter der Planetenoberfläche. Das muss es sein. Da gibt es einen Eingang zum Berg weiter hoch. Unterhalb einer zweiten Grabungsstätte. Den Berg weiter hoch? Das sind kahle Felswände. Ich habe unten Kletterausrüstungen gesehen. Ja, super. Und ich werden am Fuß des Berges alles vorbereiten. Minigame. Kannst du dafür sorgen, dass Isaac sicher rauskommt? Klar. Ich kümmere mich. Ist das gerade abgebrochen? Bei mir hat die auch mit dem Satz aufgehört. Nein. Ich liebe dich. Das weißt du doch, oder? Ja, klar. Isaac, wir treffen uns an der Felswand. Alles klar. Das ist ein bisschen sensibel. Wenn du dich drehst, dann an bestimmten Stellen hörst du ihn nicht mehr. Du musst aufpassen. Ja, okay. Alles klar. Also bei mir habe ich... Ich hätte das gesehen. Bei dir war so dieser Ausschlagspegel da noch. Bei mir war das aber weg. Ja, ein bisschen wieder für die Post-Production und die Pre-Production wieder muss man alles anders machen. Also, Helm ausziehen. Wichtig. Ich habe so einen schönen leuchtenden Anzug. Den Käfig. Nein. Das war klar. Wenn Sie hier sterben, dann ist das Ihre Chance. Ab sofort übernehme ich die Mission wieder. Hey! Wo wollen Sie hin? Ellie retten. Ist klar, Norden. Arschloch. Norden! Machst du den Käfig auf? Norden. Nö. Wie ist er denn drauf? Hallo? Jetzt krieg ich von hier hin, oder? Aber jetzt machen wir auch von hier. Hörst du mich? Er auch schon auf? Ja. Er hat mein Signal gestört. Die ist auch schon weg. Ist das in Schlampenhausen hier, oder was? Ein blöder Sack ist das, ganz ehrlich. Dumme Bitches, ey, was sind das, ey? Das ist, Ficker, echt. Bitte? Hab ich fast gesagt. Hier rein. Das ist der Fahrstuhl, der zu uns zur Werkbank läuft. Boah, bist du auch so, dass du da so mutig hier reingehst, ey. Ich will mal so ein bisschen warten. Was war das? Hab ich gehauen, was war das? Ich hab mich gerade erschrocken. Alter! Oh, das war super, Mathe. Backnase, echt. Muss ich diese scheiß Knarre jetzt noch mit mir rumschleppen oder nicht? Ja, warum nicht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Versuch sie abzulegen, dann wirst du es sehen. Ich habe einen Flammenwerfer. Will ich einen Flammenwerfer? Nein. Was ist denn das, was ich da habe? Das ist ein plus 2 minus 1. Plus 2 Schaden. Was mich ja nervt, ist, dass man die nicht. Man kann sie jetzt upgraden. Die andere Waffe. In was? Vorhin konnte ich das Tool nicht upgraden. Jetzt kann ich es upgraden. Du kannst es upgraden? Jetzt kann ich es upgraden. Perverso. Echt jetzt? Ja. Fuck. Fuck. Da sind auch keine schlechten Clips drin, wenn ich das mal so sagen darf. Kann nicht modifiziert werden. Hast du gesehen, ne? Also ich bin drauf, ich sage upgraden, upgraden. Geht, da. Ah, du bist nur die Waffen upgraden. Ja, genau. Kann nicht modifiziert werden. Bei mir geht's. Hast du die falsche ausgewählt? Ja, eine 2. Hä? Du hast im Shop noch eine zweite da. Der da gegen den da wechseln. Der sieht auch ganz anders aus. Was ist das? Nee, kann nicht. Geht nicht. Warum sagt er mir da unten Ressourcen? Plus 1, plus 1. Warum du das verkaufen kannst. Ja. Sagst du mir bei den anderen ja aber nicht. Nur bei dem. Weil die anderen schon fest eingebaut sind, die kannst du nicht abbauen, die hast du gerade manuell eingebaut. Upgrade Platinen. Aber ich kann es nicht aufbauen. Töte. Ja, ey cool, ich habe jetzt 4 Slots dafür. Mhm, Arschloch. Danke. Aus irgendwelchen Gründen ist dein Charakter irgendwie voll Mega-Pimp, kann das sein? Ich bin der Mega-Pimp. Deine Suchrobotin, die Aussage gefällt so mir. Wieder hier der Mega-Pimp. Nein, das ist irgendwie ich kacke. Das geil. Ich bin der Mega-Pimp. Ach, das war mal Raketenwerfer. Weißt du was? So ist es. Ich lasse diese Scheißwaffe jetzt hier. Was haben wir denn da? Kann nicht demontiert werden. Plus ein Schaden, plus ein Clip kann ja nie schaden. Habe ich noch irgendwas? Nee, das ist... Du hast gar nichts. Das stimmt. Plus Schaden, also plus Schaden plus Clip, plus Schaden plus Clip, plus Feuerrate plus Schaden, plus Nachladen plus Clip. Ja, cool, würde ich sagen. Was
war das. So, es hat ja auch kein unteres Dingensen, dann ist das jetzt soweit fertig. Geilomat. Objekte herstellen. Du hast jetzt diese Waffe echt tatsächlich umgebaut? Ausgebaut. Unglaublich. Ich habe die nicht umgebaut. Ich habe 4 Sachen da reingepackt jetzt. Ich habe jetzt die Multi-Ulti-Schaden mit. Oha, warte. Wie viel Schuss hat sie jetzt? Immer noch 40 Schuss. Habe ich nicht Clipper reingesetzt? Ich glaube, es interessiert ihn nicht, wenn ich die pimpe. Da sind doch deine beiden plus 2 Schaden. Was willst du denn? Nein, das ist ein Plan. Ich kann sie jetzt bauen. Ich hätte vorhin eine Ready-to-Go-Ship zum Einbauen, ja. So, das war Raketenwerfer. Ist das? Ach so, ich muss nachladen. Ah. 44 Schuss habe ich. Ich habe voll was gebracht mit plus Clip. Toll. Ja, normalerweise hat die 40, ja. Ja, jetzt habe ich 44. Ist das nicht toll? Wie viel Prozent? 10. In Prozent ist das immer alles so viel, aber... Ja. Also ich habe die jetzt zu Hause gelassen. Ich habe sie über meine alte Knarre eingebaut. Ich fand die ganz witzig. Die knallt gut weit weg. Ja, die hat so die Harpunen, ne? Ja. Aber die säbelt die an die Wand dran. Die säbelt sie an die Wand dran. Ich schau mal, wie weit ich mit der Knarre hier komme. Ach ja, wir haben unsere Superbots noch nicht. Superbots, Quatsch. Superbot. Ich bin der Superbot. So, wollen wir da jetzt lang? Wir müssen wieder da zurück irgendwie. Ich will einen Superbot machen hier. Warte auch ruhig auf mich. Nein, nicht auf mich warten, nicht egal. Du spielst aber wieder rum, das sehe ich doch. Ich kann ihn nicht ablegen, ey. Da. Da waren wir doch auch schon. Wo du jetzt ja, da mussten wir die Maschinen hier bedienen. Bist du nicht richtig? Ja. Zufälligerweise ist er auch richtig. Ich nehme mal einen Raketenwerfer wieder mit. Hey. Ein Raketenwerfer? Ich habe Angst. Genau. Du mit dem Raketenwerfer ist doch irgendwie Self-Kill, oder? Nö, nur für die anderen. Was warte. Das? Kennen wir schon. Persönliches Log Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden 2 fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Uhr, um sie freizulegen. Hast du irgendwas mit dem Kopf? Schütteln, schütteln. Genau, hier konnte man nämlich das Ding abbauen. In den Klamotten nochmal. Was war das hier nochmal? Das war, wenn wir aktiviert. Müssen wir da durch? Wir müssen, ja. Wir könnten aber auch hier lang fahren. Da waren wir schon. Den Aufzug hoch, meinst du? Ja, okay. Die Tür war vorher noch nicht zu öffnen hier. Ja, hier waren wir noch nicht, ne? Oder? Hm. Ah, ich hasse es, wenn du so dunkel bist. Hab Angst im Dunkeln. Geh kaputt. Ja, du bist echt so ein Schisser, ganz ehrlich. Ja. Mit Recht. Quark, hier tut doch dir keiner was. Doch ich. Du tust dir was, ja, wenn du mit der Bazooka jetzt ballerst, das stimmt wohl. So, war mein Sucherbot schon wieder da? Ey, du hast ihn erst gerade abgelegt, willst du mich verarschen? Der ist auch nicht wieder da, ich wollte es nur wissen. Ich wollte gerade sagen, wenn der ist so fix. Also, man kann die upgraden, irgendwie durch irgendwelchen magischen Scheiß, den man sich irgendwo kaufen kann. Ey, überall schon golden. Hast du gesagt, einen magischen Scheiß? Magischer Scheiß. Du hast es richtig gehört, ich habe magischen Scheiß gesagt. Was mir gerade einfällt... Plus 2 ist besser als plus 2 minus 1. Richtig. Deswegen hatte ich alles, was mit Minus war, weggepackt. Das habe ich ganz vergessen. Aber dafür muss ich auch was basteln. Ja, der hier zum Beispiel. Wie bastel ich die denn noch? Neue Platine. Ach so, da oben. Ah, okay. Das können wir auch noch mal probieren. Vielleicht habe ich ja ein paar Materialien, um was Cooles zu bauen. Könnte ja sein. Plus 1, plus 1. Plus 1 Clip. Das war das Feuerrad, ja. Was ist das auch gewesen, was ich genannt habe? Das ist die Bola, genau. Die Bola plus 2. Nee, gibt's nicht. Also plus 2 mit einem anderen Plus gibt's nur mit 1. 1 gibt es. Aber plus 2 hat sofort immer Minus. Kannst du herstellen? Nur plus 2 hat immer einen Minusschaden, wenn du noch einen zweiten Wert haben willst. Guck doch mal, aber unter Schaden, nicht bei Feuerrate. Was? Geh auf Schaden herzufügen, neu erstellen, Dankeschön. Ja, haben auch alles, was plus 2 hat, mit dem zweiten dahinter immer minus, minus, minus. Ja, ist richtig, aber. Sag ich doch. Dann nimm doch lieber eine plus 2 als eine minus 1.
Ich habe keine minus 1. Ich habe da drin eine plus 1 plus 1. Ich wollte etwas mit plus 2 plus 1 haben. Gibt das es aber nicht. Nein, richtig, nicht. Richtig. Das sagte ich nur. Ja, verstehe. Weil ich finde zwei Sachen zusammen schon immer cool. Da brauche ich einen doppelten Schaden. Ja, aber wenn ich minus 1 da stehen habe, dann... Ja, aber dann nehme ich lieber plus 1 plus 1 statt plus 2 und habe aber nur eine Sache. Was war unser Tool? Unser Tool ist die Kettensäge. Die Kettensäge hat... Halt mal. Die Kettensäge macht so wenig Schaden? Das ist schlecht, ne? Wie viel Munition hast du in deinem Ding? In deiner Kettensäge? Munition in der Kettensäge? Also in der Kreissäge da. 13? Ja. Okay. Und wie viel Schaden macht das Ding? Oh. Kannst du gleich sehen. Ja. Schwanzvergleich hier. Ja, Schwanzvergleich ist wichtig. Schwanzvergleich. Also, das untere Tool ist das, ne? Okay. Ach, das ist bei dir mehr ausgebaut als bei mir. Aber ändert sich jetzt gleich. Ich mache jetzt nur noch Schaden rein. Klonk. Das ist nicht viel gebracht, glaube ich, ne? Feuerrate ist hören, den brauche ich echt nicht. Da brauche ich eigentlich nur Schaden, das ist schon richtig. So, Schaden kann ich zerstören. Den zerstöre ich auch und den zerstöre ich auch. So, kack drauf. Kack die Wand an. Kack die Wand an. So, jetzt muss ich das basteln und nochmal die andere Waffe basteln. Ja, ist wichtig. Richtig wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Aber so richtig wichtig ist es nicht. So, das ist meine Maschinenpistole. So, gut jetzt. Mein Sucherbot wartet an der Bank. Du bist so ein Arsch, echt, ey. Ist der echt schon wieder da? Ist ja krass. Aber nur einer. Ne, zwei. Ja, gehst du kurz raus? Okay, alles klar. Das ist okay. Sag zu mir, ich habe überall Gold. Guck bei dir da mal an. Doch. Ja, ich baue sie auch gerade. Ich krieg sie nicht, ich baue sie jetzt alle. Okay. Die ist auch wieder mit Stasis-Beschichtung dabei. Das heißt, ich verlangsame die Leute auch wieder. Wo hast du die jetzt her, die Stasis-Beschichtung? Das ist meine zweite Waffe. Eine ist ja, da ist Feuerschaden extra drin und Stasis-Beschichtung ist eine andere. Und in der anderen. Wie setzt du noch eine Stasis-Beschichtung da oben drauf? Was machst du mit den Tools, die du da. Die auf rechts unten gebaut werden, genau. Kann ich die andere Waffe kann ich auch nicht zerlegen, ne? Die kann. Da nee, kann ich hab ich auch gerade versucht, ging auch nicht, ne? Das ist ja blöd. Ich hab versucht, sie zu zerlegen. Also sie ist einfach nur da. So, ist dann mein Bot wieder da? Natürlich nicht, ne? Nee. Ich gehe jetzt gleich 2 Meter, dann ist sie wieder da. Genau, 5 Schuss. 5 Schuss in der Bola. Und 2 Schuss im Raketenwerfer. Oh, das war kacke. Das habe ich schon mal besser gesehen. Das war das Problem. Ich muss da. Was war das Problem? Sprich in ganzen Sätzen. Dass mein Raketenwerfer nur 2 Schuss hatte. Ja, gut. So, fertig. Wenn du noch länger wartest, ist mein Bot wieder da. Macht nix. Feuerrate plus 1 Schaden. Nachladen ist Quatsch. 12 habe ich jetzt nur noch, okay. Naja, da kann ich überleben. Die Unterschiede sind nicht so groß. Jetzt mal gucken. Dann habe ich auch wieder ab. Das müsste eigentlich jetzt. Gedowngraded, so. So. Oh, bastel noch, Moment. Jetzt dürfte er 4 oder was haben. Lad mal nach. Ne. Mach dann nicht. Okay, dann hast du nicht mehr. So, Körper. Habe ich falsche Waffe ausgerüstet? Kann ja auch sein. Wo geht's hin da? Hier bin ich! Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Was macht er da? Er wartet. Steht da. Oh, oh. Fuck. Oh. Wie kann man sich so eigentlich leicht überwältigen lassen? Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit.
Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 Sie versprachen mir ein Schiff, Danny. Wir hatten einen Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von Ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Er entschuldigt sich. Ja. Ey, Mann. Und Quicktime? Oder muss ich was drücken? Wahrscheinlich, ja, vielleicht. Weiß ich nicht. Oh Gott. Der ist ja cool. Hey. Ja, er ist tot. Cool tot. Der haut wieder ab, der blöde Sack. Hat die das hergebracht? Hier! Krass. Oh oh, oh oh. Action. Action Car. Da passt gleich eine Rakete rein, wetten? Kommt die Tür auf. Die Tür geht nicht auf, na toll. Ups. Aua. Was war das? Hinter uns. Oh nein, nicht schon wieder. Oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Der steht drum rum. Huh? Okay. Ein Sauger. Gelbe Bubbles, die man wahrscheinlich abschießen muss. Jo. Lauf, Forest, lauf irgendwo hin. Ich. Hier gibt's kein irgendwo. Das alles. Nicht. Oh. Mein Suchrobot ist wieder da. Toll. Auf was schieße ich jetzt? Auf die Bubbles, die da so sind. Jetzt. Idioten. Ich werde angesucht. Ja, ich auch. Ey, was ist da für eine Kacke? Da liegen so drei komische. Da sind Bubbles drin, auf die musst du ballern. Okay. Waffenwechsel. Wo denn? Wie geil. Autsch. Voll getroffen, dankeschön. Ja, mich auch, eben. Er spuckt wieder was aus. Nicht so echt jetzt. Nein, es funktioniert! Ich mal kurz. Ja, noch so ein Wichser. Oh Mann! Schaffst du irgendwie auf die roten Dinger zu schießen? Ah, jetzt können wir auch noch schießen. Auf die gelben. Ja, dann schießen, dann schießen, dann schießen. Ja, tu ich doch. Zurück, 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 zurück. Oh, ey, trifft mich total. Geil. Das ist gar nicht geil, ey. Meine Fresse. Jo, nochmal noch, genau drauf. Jawohl. Oh, da ist ein bisschen Arsch. Du kannst die roten Bubbles auch vorher schon abschießen. Alter! Das ist nicht witzig, ich bin gleich drin. Ich bin auch, gleich drin. Ich auch. Das ist doch gewollt, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war... Bist du jetzt auch drin? Ja, das war nicht gut. Oh, fuck. Das soll so tatsächlich sein. Das muss so sein, ey. Gott. Meine Fresse. Hab ich... Ekelig. Jetzt sind wir in dem... Ja, lecker, ey. Oh, ich werde verdaut. Ich werde ja, verdaut. Ich glaube, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut.
das wirklich so gewollt? Ich werde verdaut. Ich hoffe, jetzt ist der Raumanzug dicht. Ich will nicht ausgepupst werden. Oh, ist das eklig. Wenn das jetzt Magensäure ist, ist das Aua. Oh, schießen jetzt. Kann ich schießen? Ich auch nicht. Aber ich schwebe. Jetzt kann ich. Da läuft eine Zeit runter. Was soll ich hier machen? Die gelben Bobbles abschießen, denke ich mal. Ich reloade. Hey. Lala. Was für ein Spaß. Erst ein Wechsel. So geht das nicht. Ja, auch eine Methode. Oh, ich hab sie. Ab in den Gulli. Ich hab was bekommen hier. Tapferkeit in Gedärm. Ja, toll. Lecker. Jetzt gibt's die. Oh. Ab durch Popo. Das überlebt doch keiner, oder? Wir haben den super Anzug. Ach so. Alter! Muss das so groß Alter. Sein? Alter! Es rumpelt doch alles. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich stehe einfach nur rum hier. Okay, es ist tot. Oh, der Ouch. Ist tot. Der ist tot? Wieso packt er denn... Ja, nein! Oh, nein, ey. Reden sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Darf ich ihn erschießen? Und was hat's gebracht? Ja. Wir stehen zwischen Danik, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, klar. Nein, aber du hast uns verraten. Zurück, Sergeant! Das ist alles Schieß deine Schuld. Schieß ihn ab. Sie liebt dich nicht. Jawohl. Einer von uns beiden. Ich hab eine A-Sequenz gehabt. Ich musste immer A drücken. Hab ich gemacht. Oh, Scheiße. Na, du hast gekriegt, dann gut. Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier. Stimmt. Ach, welche Mühe. Hey. Sie können ihn zerstampfen. Sagen Sie ihr die Wahrheit. Matsch. Ich sehe echt das Blau. Ja, ich sehe auch gar nicht so gut aus. Mein Hals ist echt voll, glaube ich, ja kaum. Was ist das? Ach. Ein halbes Foto. Auf dem anderen wäre nämlich ich gewesen. Deswegen hat er das zerrissen und nur sie da reingesteckt. Peinlich, der Typ, peinlich. Zermatsch ihn nochmal bitte. Geht nicht, ne? Doch, Bein ist ab, oder? Jawohl. Wenn der kommt wieder, vollkommen heil. Das ist doch in der Story. Oh, runterschmeißen, genau, runterschmeißen. Hm? Wo ist er hin? Da. Wupp, weg ist er. Weißt du, was ich jetzt machen? Halleluja, sage ich da, ey. Oh, das ist eine gute Idee. Ich, Adrenalin ein bisschen aus dem Körper runterkriegen. Oh, Bonbons essen. Aber das Viech war geil. Das war Im Magen. Von so einem, das ist nicht so neu, dass man so irgendwie in diese großen Viecher rein muss und dann auch mal was zermatschen muss. Aber das war schon eklig. Ja, wobei meistens waren die dann schon so riesengroß, dass du wirklich da durch Räume gegangen bist. Borderlands, das war ja Borderlands, was war das noch? Keine Ahnung, jedenfalls 1000 Spielen irgendwie. 1000 Spiele? Ich glaube, das sind nur vielleicht so 10. Zehntausende? Ja, okay, auch das. Na gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Alter Schwede, ist das widerlich.